Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner und wir kümmern uns hier auch um Themen der Gesundheit. Und in einem der letzten Videos habe ich euch empfohlen, einfach mal 2-3 Tassen grünen Tee zu trinken, um vielleicht euer Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu vermindern. Und dementsprechend hat grüner Tee eben vielleicht positive Wirkungen. Es gibt aber auch Fälle, wo eventuell negative Wirkungen auftreten können. Und zwar geht es um sehr, sehr heiß getrunkenen Tee oder auch Wasser in Bezug auf die Häufigkeit von Speiseröhrenkrebs. Und die International Agency for Cancer Research, die stuft zum Beispiel Getränke mit über 65 Grad als potenziell krebserregend ein. Und das liegt daran, dass es mittlerweile epidemiologische, also Beobachtungsstudien gibt, die retrospektiv gemacht worden sind. Das heißt, ich habe erst so eine Art Hypothese und dann schaue ich mal, welche Daten gibt es dazu schon. Und da ist eben herausgekommen, dass wenn ich Tee über 60 Grad oder über 65 Grad trinke oder auch heiße Flüssigkeiten, dann schädige ich meine Schleimhaut in der Speiseröhre und bilde damit vielleicht den Grund für Mutationen, die dann letztlich irgendwann zu einer Krebserkrankung führen können. Und wir haben hier jetzt mal eine sogenannte prospektive Studie, das heißt eine vorausschauende Studie. Ich habe erst die Hypothese und mache dann die entsprechenden Untersuchungen und nicht wie bei einer retrospektiven Analyse, dass ich erst die Hypothese mache und dann mir die Daten suche. Und dementsprechend haben wir hier eine Provinz, wo ein relativ hohes Vorkommen von Speiseröhrenkrebs ist, in dieser Golestan-Provinz im Iran, glaube ich, war es. Wir haben hier knapp 50.000 Männer zwischen, glaube ich, 40 und 75 Jahren. Und der weitere große Vorteil ist, dass in diesem Fall die T-Temperatur in Stichproben wirklich gemessen wurde. In den anderen Studien hat man die Leute immer nur gefragt, wie heiß trinken sie ihren Tee? Und dann wurde eben gesagt, ich trinke ihn sehr heiß oder ich trinke ihn medium heiß oder ich trinke ihn nicht heiß. Und das ist natürlich eine subjektive Einschätzung, die nicht unbedingt ja, genau und aussagekräftig ist. Hier hat man die Teetemperatur eben entsprechend gemessen und konnte auch wieder feststellen, dass die Menschen, die Tee über 65 Grad warm trinken, ein erhöhtes Risiko für diesen Speiseröhrenkrebs haben. Und ein Vorteil dieser Studie ist auch, dass der Konsum von Zigaretten und Alkohol, die auch potenzielle Kanzerogene darstellen und auch in Verbindung mit Speiseröhrenkrebs vielleicht stehen, in dieser Studie recht niedrig vertreten waren. Eine Theorie ist zum Beispiel auch, dass durch die heißen Temperaturen ich die Schleimhaut in der Speiseröhre schädige, ich dort dann Zigarettenrauch, der eben kanzerogen und schädigend weiterhin wirkt, auftrage und dadurch erst sich das Risiko wirklich erhöht für den Speiseröhrenkrebs. Andererseits gibt es eben auch Studien, die das mit Wasser schon gezeigt haben, also heißes Wasser und dann einfach die Kombination mit dem Rauchen. Das heißt, vielleicht ist es eben gar nicht der Tee, sondern es könnte man auch übertragen auf heißes Wasser oder auch heißen Kaffee. Ich kenne auch einige Leute, die ihren Kaffee wirklich sehr, sehr heiß trinken. Nichtsdestotrotz, wir haben niedriges Vorkommen von Rauchen und niedriges Vorkommen von Alkohol und trotzdem dieses erhöhte Risiko, was darauf schließen lässt, dass das erhöhte Risiko wirklich durch diese hohen Temperaturen zustande kommt. Und deswegen quasi der Hinweis, dass man Tee auf jeden Fall 5 Minuten abkühlen lassen sollte und vielleicht auch mal seine Teetemperatur messen könnte, dass man einfach schaut, dass der unter 60 Grad nur heiß ist, wenn man ihn dann eben trinkt. Und dann hat man vielleicht sogar positive Wirkungen auf verschiedene Krebserkrankungen durch grünen Tee beispielsweise oder schwarzen Tee und eben nicht diese negativen Auswirkungen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib in die Kommentare, wie heiß du deinen Tee trinkst. Vielleicht warst du ja ganz überrascht, wie heiß der eigentlich ist. Und abonniere den Kanal, dann kriegst du immer mit, wenn neue Videos kommen. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.